Das sieht sehr gut aus. Also die Latenz ist nicht so groß. Die drei Raptor-Triebwerke im Full-Flow-Stage-Combustion-Cycle haben gut gezündet, haben das Ding schnell vom Pad weggehoben und ja, da hatten wir noch einigermaßen gutes Bild. Wir sehen hier die neueste Generation der Raptor-Triebwerke. Man sieht so anscheinend ein bisschen Eis an den Turbopumpen, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht irgendwie kalt aus. Die Isolierung innen ist irgendwie besser festgemacht worden, glaube ich, an der Engine Bay. Da ist nicht so viel rumgeflogen. Sieht alles irgendwie ordentlicher und besser sortiert aus. Die Landebeine, würde ich behaupten, sind die gleichen, wie wir sie bis jetzt schon immer gesehen haben. Und sie scheinen ihre Arbeit gut gemacht zu haben, denn SN15 steht gerade wie eine 1 auf dem Landepad. Wo es genau steht, wird bestimmt gleich analysiert, wer das Landebingo gewonnen hat. Da haben wir noch einen guten Stream gehabt. Das, was ihr da unten seht, ist das schwarze Flecken, ist das der große Batch an Heat-Tiles, die da angebracht wurden, die wahrscheinlich es ganz gut geschafft haben. Also eben als es gelandet war, konnte man da keine Lücken sehen, also dass da irgendwie einzelne Stücke rausgebrochen sind. Das wird aber bestimmt auch analysiert. Hier ist leider das Bild zum abgebrochen, der Countdown lief aber weiter, also das war anscheinend ein Telemetrieproblem bei SpaceX. Vielleicht der Wolkendecke geschuldet, weil wir hatten ja auch schon Streams, die perfekt waren. Ne? Aeneas, wo wir im Prinzip durchgängig von Start bis Landung ein perfektes Bild hatten. Zugegeben, ich bin ja immer wieder fasziniert, dass wir in der heutigen Zeit uns noch von so ein bisschen Wolken aufhalten lassen bei sowas. Ich hoffe allerdings inständig, dass die vor Ort einfach direkt im Gerät abgespeichert haben, sodass im Nachhinein dann das ganze Bildmaterial ausgewertet werden kann. Das dampft übrigens auch wahnsinnig, wenn man ganz kurz rüberschwenkt. Musk hat also getwittert, Starship Landing nominal. Also, wow. Scheint alles gut gelaufen zu sein. Geil! Ja. Mega. So. Aber Leute, das ist nicht zu unterschätzen, diese Landung, das ist das Wichtigste für das Starship-Konzept. Das muss funktionieren, sonst macht das ganze Starship keinen Sinn. Und wir sind auf einem sehr, 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 sehr guten Weg jetzt, wo das funktioniert hat. Ja, aber gemacht. Ich bin erst entspannter, wenn das ganze Gedampfe weg ist, weil dann ist das Ding leer. Man sieht auch schön, dass das Eis massiv zurückgeht. Also, da geht Zeug raus. Manuel Manal meint, es steht wie ein Senkrechtstarter. Ja, jetzt ist es eine lange Phase des. Also des schlechten Selbstwitz. Ich hoffe, wie gesagt, dass die im Gerät abgespeichert haben, sodass SpaceX wahrscheinlich demnächst dann nochmal wieder auf. Definitiv. Das wäre auch das wahrscheinlich das Erste, was jetzt Elon demnächst twittert, irgendwelche Spezialcams, auf die nur einen Angriff hatte. Und da gab es dann geile Bilder auch. Ja, spule ich ein bisschen vor. Na, da gehen die Raptor im Prinzip sind wieder aus. Ein bisschen nach. Und sie drehen das Starship in die Horizontale. Und es also fällt dann. Live hat die Vermutung geäußert, dass die, bevor die Triebwerke gezündet haben, noch mit dem RCS nach ein bisschen angeschubst haben. Das ist mir nicht aufgefallen, deswegen werde ich jetzt nochmal drauf achten. An dem Schatten auf dem Triebwerk hier seht ihr, dass es im Prinzip das Starship sich dreht. Die Außenansicht von dem der Flap her sehr cool, deshalb im Prinzip diese Nachjustieren, also man sieht, wie schnell diese Flaps nachsteuern. Angeblich habe ich gehört, dass die großen Flaps pro Flap maximal mit 1,5 Megawatt Leistung sich anpassen können.
Aber man muss sich immer wieder klar machen, auf was wir hier für Dimensionen gerade schauen. Denn wenn ich mir die Bilder jetzt so anschaue, kann ich mir immer noch nicht wirklich klar machen, dass wir gerade auf 9 Meter Durchmesser innerhalb des Maschinenraums schauen. Dass dieser Flügel wahrscheinlich etwa 4 Meter lang ist, auf den wir gerade schauen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil er sich so schnell bewegt, was ich von einem so großen Flügel nicht erwarten würde. So. Also durch diese Flügel, das Starship steuert sich wie freifallend, wie ein Skydiver in der Waagerechten durch die Atmosphäre wieder zurück zum Landepad. Triebwerke zünden 1, 2. Und das Interessante ist, die sind von Anfang an auf 2 gegangen, als die Zündeproblematik haben. Bei den anderen haben die gesagt, sie wollen erst auf 3 und dann auf 2 runtergehen und dann auf 1. Und jetzt haben sie aber gesagt, nö, wir ziehen das durch von Anfang an auf 2. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, haben die bis kurz vor knapp sind die bei 2 geblieben. Und perfekt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Dieses 50 Meter hohe Ding. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das gerade durch den Himmel gerauscht ist. Wie schnell das im Prinzip abbremsen musste, damit es jetzt nicht hier crasht. Das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Also man braucht so ein Männchen daneben, damit man sich das vorstellen kann, was für ein Riesending das ist, was da eben durch den Himmel gefallen ist. Da werden wir auch geile, geile Bilder sehen aus der Community, die ganzen Camps der Leute, die dort vor Ort sind. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Und ja, natürlich auch auf das SpaceX interne Kameras, die vor Ort und an der Landestelle direkt nach oben gefilmt haben. Also da wird es so geile Bilder geben. Wichtiger Hinweis, nice. Das qualmt immer noch. Also die sind immer noch Also aktuell noch? Ja. Ich bin auf 2 Streams, sowohl bei Tim als auch bei NASA Spaceflight. Aber trotzdem, Wir haben SN10, sind wir drüber. Mal abgesehen davon, dass das Ding senkrecht steht. Geil. Ja, und tatsächlich jetzt die nächsten Iterationen, 16, 17, also ist keine Iteration, sondern praktisch die Schwestern von 15, das sind 16 und 17. Ich glaube, das wird jetzt einfach relativ fix die gleichen Starts nochmal geben, weil sie das einfach nochmal zeigen, dass sie das so können, weil ich glaube, da werden sie keine Verbesserungen jetzt an denen, gerade an 16 ist ja im Prinzip fertig. Und da kann man im Prinzip die Prozeduren anpassen, vielleicht noch, ne? Dass man sagt, man will noch schneller starten können und man will, das ist so ein typisches Ding eigentlich bei Elon Musk, dass er immer sagt, okay, ins nächste Mal machen wir es in der Hälfte der Zeit. Und also was man jetzt von unserer aktuellen Sicht überhaupt nicht gesehen hat, ist, in was für einer Höhe die gezündet haben und so weiter. Und da steckt möglicherweise viel Optimierungspotenzial, dass sie jetzt relativ sanft an die Landung herangegangen sind. Sie könnten ja auch noch ein bisschen tiefer fallen, aber dafür mit 3 Triebwerken zünden und in sehr kurzer Zeit besser landen. Damit würden sie weniger Treibstoff wegen der Gravitation verlieren. Das ist einfach etwas, was ist ein Optimierungsdurchlauf. Aber so wie das Ding jetzt aussieht, hoffe ich einfach, dass die es genauso nochmal stark aufheben und in den nächsten Tagen nochmal neue fliegen. Geht wahrscheinlich auch eh schneller, weil. Nee, wir brauchen ja eh noch die Kräne, aber ich soll sagen, es steht ja eh direkt neben dem Startpad. Zack. Ja, wir haben wieder einen kleinen Meilenstein in der Geschichte gerade erlebt. Das ist schön. Ich freue mich